Strom gehört zu unserem Alltag, ist für die meisten selbstverständlich und jederzeit verfügbar. Aber ohne Strom läuft nun mal nichts. Peter Arminger und sein Team kümmern sich im Bundesland Salzburg um die Netzerrichtung. Wir sind der interne Dienstleister für die Salzburg AG und für die Salzburg Netz GmbH und sind zuständig, dass unsere Kunden 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr mit Energie versorgt werden. Dazu ist es notwendig, Instandhaltung, Neubau und Störungsbehebungen in unser Netz durchzuführen. Wir sind zuständig für das Netz der Hochspannung, der Mittelspannung, der Niederspannung im Strombereich und des Telekommunikationsnetzes. Auch der Trafostationsbau und Mittelspannungskabelmontagen, E-Installationen und der Aufbau der E-Ladeinfrastruktur sind Teil der Aufgaben. Wir sind auch in der Netzerrichtung die Ausbildungsstätte unserer zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere von unseren Lehrlingen. Die Lehrlinge bekommen die Chance, alle Arbeitsgebiete bei uns kennenzulernen und in der Praxis auch Erfahrungen zu sammeln. Georg Meislinger ist Techniker im Trafostationsbau und seit 8 Jahren im Unternehmen. Er ist Absolvent der HTL Elektrotechnik. Heute ist er auf einer Baustelle unterwegs. Ja, wir sind heute in Buch bei Hallein und es geht da um die Einbindung von einer neuen Trafostation. Das ist deswegen, weil eine Photovoltaikanlage auf einem Firmengebäude installiert wird und die alte Trafostation zu klar war. Aktuell wird gerade die Gittermast-Trafostation umgebaut. Es ist nämlich so, dass die Freileitung wegkommt und da wird das Kabel dann hochgeführt mit einem Freilufteinverschluss angeschlossen. Ja, besonders herausfordernd wird es, wenn zugleich viele Baustellen fertig werden sollen. Da muss ich mich dann um Fremdpersonal kümmern, damit wir mehr Truppen zusammenkriegen, die meine Stationen einrichten. Oder wenn Störungen sind, muss ich auch schauen, wo ich genügend Personal herkriege und wie ich das einteile. Christoph Kralik ist Kabelpartieführer in der Mittelspannung. Das heißt, er sorgt für die richtige Verkabelung und das bei jedem Wetter. Mein Job bei der Salzburg AG ist in der Mittelspannung, sprich in 10.000 Volt oder 30.000 Volt die Verkabelungen in Form von Muffen, da wo die Kabelenden dann zusammensteigen, verbinden wir das miteinander, die Kabel miteinander oder Einverschlüsse in der Trafostation oder auf Masten oben. Wir haben über einen Flachgau, einen Deinengau, Baumgau und einen Lungau. Sprich, wenn es da zu Einbindungen von neuen Trafostationen oder zu Störungen am Kabelsektor kommt, so ist unsere Partie da gefragt von der zentralen Partie. Die tägliche Herausforderung für mich und für meine Leute sind mit dem Wetter, der Umgang mit dem Wetter. Sprich, unsere Arbeit ist sehr genau und im besten Fall auch steril. Steril bringen wir draußen nicht zusammen, aber es darf keine Feuchtigkeit oder kein Dreck bei unseren Montagen nicht reinkommen. Und der Spagat zwischen dem Wetter und unserer Montage ist die größte Herausforderung bei uns. Georg und Christoph lieben vor allem die abwechslungsreiche Tätigkeit und den regelmäßigen Tapetenwechsel im Job. Ja, das Coole ist, dass wir eigentlich im ganzen Land Salzburg unterwegs sind. Da sehr verschiedene Aufgaben auf uns warten. Das fängt auch bei Instandhaltungsarbeiten im Winter zum Beispiel oder große Baustellen bei, wenn neue Lifte gebaut werden oder Beschneiungsanlagen. Wir suchen motivierte und interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Freude haben an einer abwechslungsreichen Tätigkeit und auch Freude an einer manuellen Tätigkeit. Wir sind ein junges, flexibles Team, ein dynamisch, darf ich auch sagen. Bei Störungen, egal was für Wetter, wir sind unterwegs und schauen, dass wir den Strom zu den Kunden wieder bringen. Wenn Sie Lust auf einen Job bei der Salzburg Netz GmbH haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.